Hey, ihr Leseverrückten, leider schaffe ich die Rezension, wie im ersten Video angekündigt, zu dem aktuellen Krimi-Thriller, den ich lese, nicht mehr vorm Urlaub. Deswegen dachte ich, ich führe euch ein wenig in meine Lesegewohnheiten ein und stelle euch ein paar meiner Lieblingsserien vor im Bereich Thriller, Fantasy und Krimi-Komödie. Wir fangen auch direkt an mit dem Thriller. Und zwar ist es die Reihe um Smokey, die FBI-Ermittlerin Smokey, die in diesem Teil den Doppelmord ihrer Familie verarbeiten will und sich aus den Ermittlungen bzw. aus dem FBI-Dienst zurückzieht. Leider wird dann ihre beste Freundin bestialisch ermordet. Und sie versucht natürlich den Mörder zu finden. Und wie der Name Linie wahrscheinlich schon sagt, ist das erst der Anfang einer ganzen blutigen Mordserie. Dieses Buch musste ich zwischenzeitlich weglegen, weil es wirklich die Morde sehr brutal beschrieben sind. Es ist sehr blutig und auch zwischendurch wirklich sehr an der Ekelgrenze für mich. Deswegen bin ich auch so fasziniert, was wieder ein Widerspruch ist von den Büchern der Reihe. Der dritte Teil dieser Reihe hat mir nicht mehr ganz so gefallen. Er war hat zu sehr an der Oberfläche geplätschert. Mir hat etwas die Brutalität gefehlt, wie in den ersten beiden Büchern. Nichtsdestotrotz eine wirklich gute Reihe. Der Schriftsteller ist wirklich ein guter, sehr bis sehr guter Schriftsteller. Und ja, also wenn ihr die noch nicht kennt, die sind schon relativ alt, das ist jetzt von 2006. Schaut sie euch mal an und ja, lest sie. Dann im Bereich Fantasy brauche ich wahrscheinlich nicht zu sagen, dass da Twilight einer zu meinen Lieblingsserien ist. Wie sollte es auch anders sein? Auch ich kann mich davor nicht verstecken oder mich davor verbergen. Auch mich hat die Geschichte um Edward und Bella fasziniert. Ich kann euch leider nicht sagen, warum, weil es ja wirklich für Teenies ist und ich bin ja nun mittlerweile schon 25. Aber wahrscheinlich ist es die Perfektion oder die wahre Liebe. Keine Ahnung. Aber ich habe dann durch eine Freundin, bin ich aufmerksam geworden auf eine zweite Reihe. Ich nenne sie gern Twilight für Erwachsene. Und zwar die Geschichte um Cat und Bones. Das ist jetzt der erste Teil, Blutrote Küsse. Cat ist Halbvampirin, weil ihre Mutter von einem Vampir vergewaltigt wurde, macht sie Jagd auf Vampire und hasst natürlich alle Vampire. Ist logisch, aber wer jetzt sich in der Fantasy-Welt oder in der Vampirwelt vielleicht etwas auskennt und weil ich es mit Twilight verglichen habe, darf Liebe natürlich nicht fehlen. Sie trifft eines Nachts auf einen Vampir, der ihr ein Angebot macht und ja. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Die Reihe ist wirklich sehr, sehr gut. Sie ist Krimi, Liebe und Sex so gemischt, was für mich das halt wirklich sehr, sehr spannend macht. Und ich habe sie wirklich gerne gelesen. Die ersten drei Teile habe ich jetzt gelesen. Der vierte liegt bei mir auf dem Sub. Den werde ich mit im Urlaub nehmen und dann da verschlingen. Ja, wer halt vielleicht Twilight für Erwachsene lesen will, beziehungsweise genauso fasziniert von Vampiren ist wie ich, der sollte diese Bücher sich auf jeden Fall mal angucken und lesen. Ich habe schon eine weitere Freundin damit angefixt, nein, zwei sogar, die sehr, sehr begeistert sind und sich jetzt nach und nach die Teile von mir ausleihen. Dann kommen wir jetzt zum Bereich Krimi-Komödie. Ich war eigentlich nie so ein Komödienleser. Ich war immer jemand, der Thriller gelesen hat. Es konnte gar nicht blutig genug sein. Es konnte gar nicht brutal genug sein. Aber dann bin ich durch zwei Mädels auf Stephanie Plum aufmerksam geworden und bin total angefixt und möchte sie am liebsten alle nacheinander lesen. Es gibt jetzt, glaube ich, schon 12 oder 13 Teile. Bei dem lese ich euch mal kurz vor, worum es geht. Stephanie Plum ist jung, selbstbewusst und voller hochfliegender Pläne.
und sie ist pleite. Als sie das Angebot erhält, für 10.000 Dollar einen gewissen Joe Morelli ausfindig zu machen, sagt sie daher nicht nein. Joe steht allerdings nicht nur unter Mordverdacht, er ist auch ein alter Bekannter Stephanies. Die beiden kennen sich seit ihren Kindertagen und eigentlich wollte Stephanie die Finger von ihm lassen. Aber was sind gute Vorsätze gegen die Macht der Gefühle? Ja, ihr könnt euch also ungefähr schon vorstellen, worum es geht. Joe Morelli ist ein typischer Italiener. Er hat, die beiden kennen sich von der Schule, er hat nichts anbrennen lassen. Und auch Stephanie ist schwach geworden und hat sich von ihm verführen lassen. Wo möchte ich jetzt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Situation. Und dieses Buch vereint wirklich Krimi, wenn ihr gerne leichte Krimis lest und nichts Brutales, also keine blutigen, extrem blutigen Morde und Witz, dann seid ihr hier genau richtig und halt auch Liebe. Stephanie steht dann zwischen zwei Männern, es kommt dann noch, also sie arbeitet dann als Kopfgeldjägerin und der beste Kopfgeldjäger in dem Büro dann ist Ranger und man ist hin und her gerissen. Steht man jetzt auf Ranger, steht man auf Morelli, selbst ich kann mich noch nicht entscheiden, ich habe jetzt schon 6 Teile gelesen und bin immer noch so hin und her gerissen. Sucht sie das Abenteuer, sucht sie die wahre Liebe, es ist schwer, weil beide Typen echt von der Beschreibung heiß sind. Und ja, also das ist wirklich, und es ist mit so viel Witz geschrieben, dass ich wirklich teilweise in der U-Bahn stehe und laut lache und es mir dann wirklich peinlich ist, wenn die Leute mich angucken und denken, oh Gott, ist die verrückt geworden. Aber das ist wirklich, also eine gute Mischung aus Witz und Krimi und Komödie. Die Stephanie hat eine relativ verrückte Oma, die geht dann in anderen Teilen mit ihr auf Jagd. Und es ist wirklich, wirklich gut, wenn man, es ist vielleicht eher für Frauen, wie auch sicherlich der vorhergehende Blutrote Küsse. Aber es ist auf jeden Fall lesenswert, wenn man halt diese Mischung mag. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen in meine, ja, Leseaktivität, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren posten, wie ihr das so empfindet. Für die Jungs unter meinen Abonnenten tut es mir jetzt etwas leid. Da ist wahrscheinlich nur die Blutlinie jetzt für euch gewesen. Aber demnächst kommt wieder auch Männerkram, Jungskram. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ich mache mich jetzt auf den Weg und bis bald. Tschüss.